kommt etwas Scharfes. Es brüllt. Es donnert. Und es ist ein Polo. Ein Polo RWRC auf den Straßen in Mecklingen statt Solingen. Das WRC steht für World Rally Championship, bei der VW nach 27-jähriger Pause wieder antritt. Es ist Januar, es regnet und wir stehen vorm Café Hubraum in Solingen. Was zum Kuckuck machen wir hier? Ganz einfach, wir vergleichen zwei VW Polo. Polo RWRC. Einmal in der Straßenversion und einmal in der superscharfen WRC-Version. Das Straßenauto ist quasi das Homologationsmodell des Wettbewerbsautos und der startet bei der Monte. Und die Monte ist bekannt für die Nacht der langen Messer und deswegen sind wir in Solingen. Gar nicht so kompliziert. Von hinten durch die Brust starten wir die Nacht der langen Messer in Solingen mit einem Vorgeschmack, welcher der beiden den besseren Schnitt macht. Sie tragen den gleichen Namen, doch sie trennen Wetten. Klar, gegenüber dem Wettkampfauto wirkt der zivile Polo etwas stumpf, aber auch nur gegen den großen Bruder. Das auf 2500 Stück limitierte dreitürige Sondermodell hat jetzt schon Kultstatus bei den VW-Fans. Nicht nur, weil es die Auflage nach einer Kleinserie erfüllt. Auf den ersten Blick ein normaler Polo mit den üblichen Komfortmerkmalen, Navi, Sitzheizung, Klimaanlage. Doch dann spürt man schon am Lenkrad Alcantara bezogen, eine Rallye-Markierung für die gerade Ausstellung, WRC-Embleme. Dies ist ein ganz spezieller VW Polo, nämlich der RWRC. Und wenn man aufs Gas drückt, merkt man das auch ganz extrem. Er hat nämlich einen sehr, sehr elastischen Turbomotor und fährt sich sportlicher als jeder Polo zuvor. VW-Testfahrer Dieter Depping versucht, den Rennboliden durch den Stadtverkehr zu steuern. Der Polo röchelt, rumort und rasselt. Richtig wohl fühlt sich der Rennpolo nicht zwischen roten Ampeln und Linienbussen. Der Heckspoiler ist hier überflüssig. Erst ab Tempo 90 presst er die Hinterachse für zusätzlichen Grip auf die Straße. Dieses Gerät hat mit normalem Autofahren überhaupt nichts und auch gar nichts zu tun. Das ist ein absolutes Wettbewerbsgerät und ist natürlich auf den Rallye-Pisten dieser Welt zu Hause und nicht in der Solinger Innenstadt. Da ist es eigentlich eine Zumutung. Die Sicht nach vorne ist derart eingeschränkt. Man sitzt extrem tief und sehr, sehr weit hinten. Man sieht kaum was. Das Ding gehört auf Schotterpisten und sonst wohin, aber nicht in unsere Innenstädte. Da wird der Polo RWRC in der entschärften Version ab September zwar auch nur selten zu sehen sein, aber immerhin. Das Rallye-Auto hat Mitte Januar Feuertaufe bei der Rallye Monte Carlo. VW hat sich einiges vorgenommen, will nicht nur auf der legendären Sonderprüfung nach der langen Messer einen Stich machen, sondern in der WRC vorne mitmischen.